Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Poketime. Hier mit dem guten Mystery, der jetzt auf unsere Unterstützung zielt im Kampf gegen Team Plasma. Ob er damit rechnen kann, das sehen wir jetzt. Mal gucken. Moinsen, wollen wir kämpfen? Hehehe, diese Pokémon habe ich vor 2 Jahren gestohlen und seitdem stetig trainiert. Gleich wirst du sehen, wie stark es ist. Es? Kann sein. Team Plasma! Bring it! Alter, eure Uniformen sind zu scheiße, ne? Die sieht aus wie Ninja-Soldaten. Weißt du, im Prinzip eine coole Idee ist, eure Uniformen sind trotzdem scheiße. Ein Well fucking Zard gegen ein Onyxo. Da probiere ich doch einfach mal Feuerodem aus. Mal gucken, was es bringt. Amnesie. Okay, damit steigerst du irgendwas, glaube ich. Ja, genau. Und zwar Spezialverteidigung. Feuerodem. Das war jetzt so semi-effektiv. Okay. Bevor irgendwas passiert, mein kleines Mystery, geh doch bitte einmal aus dem Kampf raus. Der echte Mystery hat mir übrigens erzählt, dass die Chance besteht, dass ich Onyx auf Level 40 oder 50 zu einem Stalos automatisch weiterentwickelt. Das wäre doch mal sehr interessant, wenn das funktionieren würde. Da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Intensität. Ach, da hätte ich vielleicht möglicherweise ein kleines Ho-Oh-Pokémon draußen lassen. Also rausschicken können. Aber ich weiß auch nicht, ob Intensität... Wow, Stufe 9. Effektivität effektiv ist gegen Ho-Oh. Weil ich ja nicht weiß, ob es Schwebe kann. Also zumindest weiß ich das nicht aus dem Kopf. Deswegen, Jesse macht das schon. Was war das jetzt für eine... Ja, okay, war offensichtlich nicht so stark. Ja, Velsar ist auch... Also Velsar ist normalerweise ein sehr krasses Pokémon, ein Boden-Wasser-Typ, der natürlich gegen Elektro immun ist, was extrem gut ist. Vor Velsar sollte man sich immer in Acht nehmen. Aber natürlich habe ich keinen Respekt. Deswegen ist Velsar jetzt tot. Mystery kriegt richtig viele Punkte und erreicht Level 26, das ist super. Du hast eindeutig Talent, daran gibt es nichts zu rütteln. Danke. Für 2 Jahre Training war dein Velsar aber ganz schön schwach. Das gibt es doch gar nicht. Dabei habe ich doch über die letzten 2 Jahre so hart trainiert. Jetzt bin ich an der Reihe. Na warte, ich kenne keine Gnade. Okay, bring it. Team Plasma. Oh, es ist ein Girly Girl. Was schickt sie raus? Ein... Really? Sis... Are you fucking serious? Ein Kanimani? Ein Kanimani? Echt jetzt? Kanimani? Eins meiner Lieblings-Pokémon? Das ist nicht dein Ernst! Das ist nicht dein Ernst! Das ist nicht dein Ernst! Okay, das bringt nichts! Weil Mystery seltsamerweise ein Kampftyp ist. Egal. What? Das ist sehr effektiv! Dankeschön! Grimasse! Paralysier mich nur, aber das bringt dir nichts. Und Grimasse paralysiert nicht, sondern Grimasse senkt die Initiative. Giftlich war das, was paralysieren tut. Feuerodem und Kanimani ist down. Super down. Aber dafür gibt es nicht viele Punkte. Ja, zeig ich auch. Was war das? Diese geklaute Pokémon ist einfach nicht zu nichts zu gebrauchen. Ey, beleidige nicht an Kanimani. Kanimani ist das stärkste Pokémon von der Alles. Wenn es sich zu Rimpelgato weiterentwickelt, ey. Obi, die gleiche schmerzhafte Niederlage wie vor 2 Jahren. Und tschüss. Das tut weh. Nicht zu fassen, dass wir gegen 2 Kinder verloren haben. Aber solche Stärke müssen wir uns eben beugen. Dann rücken wir wohl mal besser mit der Sprache raus, was? Die Sache ist ganz einfach. Wir sind auf der Suche nach etwas. Etwas, das dem Biest ermöglichen wird, seine wahre Kräfte zu entfalten. Nun denn, lebt wohl. Sorry! Ich weiß zwar nicht, was genau das heißen soll, aber ist auch egal. 5 Jahre ist es nun her. Damals hat Plasma das Fililo meiner kleinen Schwester gestohlen, das sie einst als Geschenk bekommen hat. Ich war zu der Zeit noch ein kleines Kind und konnte absolut nichts tun. Aber ich habe mir damals geschworen, stärker zu werden, um eines Tages doch etwas unternehmen zu können. Gar nicht schlecht. Du weißt offensichtlich, was du tust. Also dann. Ja, danke. Wie wäre es damit? Du füllst weiterhin schön fleißig dein Pokédex auf
Und wenn du richtig stark geworden bist, stehst du mir im Kampf zur Seite. Ich zähle in Zukunft auf dich. Alles klar, Misery. Läuft bei dir. So, dann gehen wir mal erstmal ein bisschen weiter hier. Ne, wir wollen ja auch neue Pokémon fangen. Ja, diese Folge soll ja auch nochmal Spannendes passieren. Und gucken mal, ob die da mit ihrem Battle fertig sind. Ja, mal gucken. Immer noch nicht. Was ist los? Ich bin der verliebte Mann. Freunde nennen mich Charles. In der Hoffnung, das Interesse meiner Angebeten zu wecken, habe ich den Reihumkampf, eine neue Form des Pokémon-Kampfs, gemeistert. Du willst wissen, worum es dabei geht? Ja, von mir aus. Beim Reihumkampf treten an jeder Seite drei Pokémon an. Vorne steht eins, die anderen beiden stehen hinter ihm. Und jede Runde kannst du die Pokémon durchwechseln. Das ist der Clou daran. Also, soweit die Zusammenfassung zum Dreierumkampf. Ich bin der verliebte Mann, Freunde nenne mich Charles. Als echter Trainer willst du den Umkampf sicher gleich ausprobieren, oder? Ja. Du bist vorsichtig, das ist gut. Aber ich bin der... Okay, ich kann nicht anders als Vollgas geben. Okay. Let it burn, bitch! I will kill ya. Impulion... Oh, fuck you! What the hell are you doing? Aber ich würde sagen, mein Team ist auch richtig gut. Ich setze einfach mal First Grab gegen dich ein und tschüss. Angeberei, ich geb dir gleich Angeberei. In deine Fresse! Okay, Mystery ist verwirrt. Bitte verletzt dich nicht selber. Und er verletzt sich selber. Wow, Mystery, du bist so richtig krass dumm. Warum wird mein Pokémon nicht durchgewechselt? Bitte, Mystery, sei nicht mehr verwirrt. Danke. Jetzt grad. Tschüss. Okay, das ging so semi-gut. Ach, ich kann ja hier tauschen. Dann tausche ich einmal in Richtung Ra. Mache Sturzflug auf das Pokémon, was mir gegenübersteht. Okay, das ist aber eigentlich echt eine seltsame Idee. Doppelkämpfe finde ich ja gut, aber alles andere... Doppelkick, ich bitte dich. Ich bitte dich! Bitte sie! Herr Junglut, was soll das? Was soll das? Windstoß! Vor allen Dingen, was ist, wenn ich Windhose oder so einsetze, was das Pokémon auswechselt? Das hat keine Wirkung auf... Okay, okay. Was passiert denn? Wird dann automatisch gedreht oder was ist... Was passiert dann? Meteorologe, was... Funktioniert das vielleicht? Meteorologe, was bringst du? Ja, ne? Das ist effektiv. Bitte, Ra, was soll das? Lass dich doch nicht so einfach erledigen. Okay. Da ist wieder das kleine Impoleon im Kampf. Blumstrahl. Ja, Leute, wisst ihr was? Da heile ich doch einfach mal ganz kurz hier mein kleines Ho-Oh. Und dann würde ich sagen, geht der Kampf in die nächste Runde, Leute. Was ist los? Da kenne ich doch gar nichts. Da kommt Schlupf wieder und setzt Aussätze ein. Was genau bringt das? Windstoß wurde blockiert. Okay. Habe ich jetzt so ein Problem mit? Nein, ich kann ja immerhin Sondersensor einsetzen. Tschüss! Bäm! Psycho-Attacken hauen rein! Ja, ich liebe Psycho-Attacken. Psycho-Attacken sind super. Mystery hat natürlich die meisten Punkte, ist ja ganz klar. Und Impoleon ist wieder am Stissel, das ich mit Sturzflug aus dem Weg räumen wollte, aber nicht funktioniert. Dann mache ich das halt mit Jungblut und dann hast du nur Impoleon, was ich auch gleich vernichten werde. Locker easy, flocker easy. Mystery erreicht Level 27. Wow, danke. Kangama hält auch ein paar Pünktchen. Okay, jetzt hast du noch ein Pokémon. Wie schaut's aus? Bist du bereit? 3 gegen 1, 1 gegen 3. Wie hast du am meisten Bock? Den Blutstrahl kannst du dir auch echt zu hinstecken, Leute. Das kannst du dir echt dir irgendwo anders hinklemmen. Was keiner sieht. So. Oder was mit so Attacken, die das ganze Team eigentlich treffen, zumindest in einem Doppelkampf. Wie zum Beispiel Surfer. Ich bin der verliebte Mann, Freunde nenne mich Charles. Alles klar, das haben wir überhaupt noch nicht oft gehört. Oh, jetzt hast du es mir aber gezeigt. Ich dachte, ich könnte dir was beibringen, aber das Gegenteil war der Fall. Du hast eindeutig großes Potenzial. Beim Reihumkampf kann man nur gewinnen, wenn man seine Pokémon genau versteht. Ich verstehe den Reihumkampf, aber es gefällt mir trotzdem nicht.
Alles klar. Ich bin der Mann, voller Laster. Wenn ich auf meinem Motorrad steige und mir Wind ins Gesicht bläst, bin ich voll in meinem Element. Alles klar, dann ciao. Du warst fantastisch. Und Charles auch. Also für seine Verhältnisse. Drei Pokémon, ja, super. Klasse, ganz, ganz toll, ganz super. Super Sache, Leute, super Sache. Alles klar, ich würde sagen, wir gehen weiter. Mira Zugbrücke, alles klar. Kann ich hier abkasteln? Ne, leider nicht. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber es ist mir auch egal. Mira Zugbrücke im Sommer. Willst du kämpfen? Hä? Gelegentlich zeichnet sich oberhalb der Brücke der Schatten eines Vogel-Pokémon ab. Seine Federn gleiten anschließend sacht zu Boden und wenn man versucht, eine solche Feder aufzuheben, kann es mitunter vorkommen, dass man mit einem Vogel-Pokémon zusammenstößt. In der Kontaktebene wurde ein festes... Ah, okay. Oh. Kann ich neue Pokémon fangen? Heilfeder, okay. Oder Heilfeder bekommen. Was ist denn... Okay, damit heile ich wahrscheinlich meine Pokémon. Willst du kämpfen? Du willst doch bestimmt kämpfen. Mira City ist berühmt für diese Zugbrücke, für das Pokémon World Tournament und für den verliebten Mann Charles. Alles klar. Warte, ich habe eine Feder gehört. Ich habe eine Feder gehört. Wo? 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 Wo ist sie? Bitte, bitte, sag's mir. Okay, ich will hier eigentlich noch nicht weg. Ich will den Pokémon fangen. Das ist die verdammte Feder. Show yourself. Da. Geh mir aus dem Weg. Esprit-Feder gefunden. Was zum Teufel ist denn... Hä? Was sammle ich denn hier für komische Federn auf? Medizintasche ist das hier, ne? Hey, Feder. Schenkt man einem Pokémon dieses Item, wird dessen Basis-KP-Anzahl dauerhaft erhöht. Oh, Esprit-Feder, Spezialverteidigung. Alter Schwede. Heilfeder. Das finde ich ja super. Das heißt, hier kann man hingehen und Federn sammeln. Das ist ja durchaus interessant. Aber jetzt kommt ein Pokémon. Und es ist ein... Ist das ein legendäres? Ich glaube nicht, dass es ein legendäres ist, oder? Nee, ich glaube nicht. Das ist nur dieses Elektro-Pokémon aus der Generation. Okay, vertrab. Tschüss. Nein, ich will es natürlich fangen. Das ist ganz klar. Aber ein Elektro-Pokémon? Ich weiß nicht. Ob ich... Okay, das hat jetzt nicht so viel gemacht. Versuch's mal mit Feuer, Odem. Das hat auch nicht viel gebracht, aber es ist wenigstens paralysiert. Okay. Verfolgung. Au, das tut weh. Das ist nicht gut. Ja gut, dann benutze ich mal ein anderes Pokémon. Und zwar... Ich habe hier Noxie als Elektro-Pokémon, deswegen brauche ich 10 Brits. Eigentlich nicht. Aber ich nehme es trotzdem. Weil... ich hier kein anderes Pokémon fangen darf mehr, deswegen nehme ich das einfach mal. Knirscher, bitte einmal kräftig zu lösen. Nom, nom, nom. Nein, oh Gott, nicht töten. Du sollst nur ein bisschen drauf rumkauen. Aber du sollst es nicht töten. Ich würde sagen, dass wir jetzt ein paar Pokébälle einsetzen. Und zwar ein, jetzt mal nicht, sondern ein Superball. Zack. Und Zebritz ist natürlich gefangen. Sag ich doch. Vorausgesagt. Meine Voraussagen stimmen immer. Okay. Geist normal. Okay. What the fuck? Was ist das denn für eine seltsame Kombination? What the fuck? Ich verstehe es nicht. Ein stürmischer Geselle. Wenn es wütend wird, ist... was? Wenn es wütend ist, feuert es über seine Mähne in alle Richtungen Stromseifen ab. Geist normal. Das könnte interessant sein. Weil ich nicht weiß, was Ampharos ist. Ich meine, Ampharos ist schon ein krasser Ficker, aber... keine Ahnung, ob das cool ist. Zebby! Wurde in meine Backup-Box übertragen.
Mal gucken, was ist Ampharos vom Typ her? Das wird jetzt über sein Schicksal entscheiden. Kampf um Pflanze. Vielleicht nehme ich doch lieber das andere. Es tut mir fast leid, Noxy. Es tut mir fast leid, dass ich dieses Ampharos Noxy genannt habe. Schön noch eine Feder. Ich will bitte Feder, bitte. Wo bist du? Hä? Bin ich gerade blind? Muss ja irgendwo hier sein. Da! Esprit-Feder. Okay, cool. Das reicht jetzt aber auch. Ich kann ja in meiner Trainingszeit noch ein paar von den Federn suchen. Da geht's sogar noch weiter. Ich dachte, da geht's schon ins nächste Gebiet. Was, du willst nicht kämpfen? Die Marienzugbrücke wird auch als Glurak-Brücke genannt, weil sie aussieht wie ein Glurak, wenn sie hochgezogen ist. Ich habe allerdings noch nie einen Glurak gesehen, also weiß ich nicht, ob das stimmt. Ich schon. Aber ich habe die Brücke noch nie gesehen, wenn sie hochgezogen ist. Alter, das erinnert mich eher an die Golden Gate Bridge als an irgendwas anderes. Okay, cool. Da ist die Brücke auch schon zu Ende. Hallöchen, Popöchen. Eine Brücke verbindet einen entfernten Ort miteinander und die Pokémon-Kämpfe und Pokémon-Tauschaktionen verbinden verschiedene Menschen miteinander. Das heißt doch, dass Pokémon-Brücken zwischen den Menschen sind, oder? Wenn du das sagst, dann wird das schon stimmen. Na, wie findest du unsere Zugbrücke? Sie ist der ganze Stolz unserer Stadt. Aufgrund ihres eleganten Aussehens wird sie auch Glurak-Brücke genannt. Das habe ich schon in Erfahrung gebracht. Die Musik ist hier natürlich mal wieder ganz fetzig. Alles klar, Team Plasma nochmal. Los, lass uns wieder Pokémon stehlen, so wie früher. Das hat doch Spaß gemacht. Das geht nicht. Ich habe auf die harte Tour gelernt, dass man sie nicht stehlen darf. Ach, hör doch auf. Es ist zu spät, um plötzlich gesetzestreu zu geben. Die Leute verstehen unseren höheren Motive nicht und behaupten, wir seien Ganoven, die die Weltherrschaft an sich reißen wollen. So wie T-Rocket. Aber wir sind viel cooler. Wir haben viel coolere Anzüge. Hör nicht. Selbst wenn du Team Plasma verlässt, sind sie unfreundlich zu dir. Du kannst genauso gut mit uns Pokémon stehlen und die Welt erobern. Dann werden sich die Leute, die jetzt gemein zu dir sind, vor dir niederwerfen und dir ständig sagen, wie toll du bist. Ex-Team Plasma. Nein. Das würde Meister N traurig machen. Das kann ich nicht tun. N? Der König von Team Plasma? Dass ich nicht lache. Er ist nichts weiter als ein Verräter. Der Kerl, der uns im Stich gelassen und einfach irgendwohin verschwunden ist, als wir ihn am nötigsten brauchten. Hey! Was? Wer ist da? Ach so, Mystery schon wieder. Natürlich, wer sonst? Direkt mal in die Fresse gepuncht! Vergang zu reden, du Alunke von Team Plasma! Au! Oh, was soll das, Kleiner? Ach Mist, mir wurde hier extra gesagt, dass ich keinen Ärger machen soll. Ich mache dich beim nächsten Mal fertig. Denkst du etwa, ich lasse dich entkommen? Alles klar, Mystery ist schon wieder auf Argo gebürstet. Ist schon okay. Er ist ein Freund von mir, aus meinen Zeiten bei Team Plasma. Aber vor 2 Jahren hat sich das Team Plasma aufgespalten und diejenigen, die N gefolgt sind, um die Pokémon zu retten und diejenigen, die das klingt sehr seltsam, die Welt erobern wollten. Ah, den Rest kann ich euch zu unserem Haus erzählen. Es steht auf dem Hügel neben der Pokémon Arena. Alles klar, mein Kleiner. Dann gehen wir noch da mal Flugsinn. Da liegt ein Item. Das hätte ich gerne. Aber erstmal geht's ins Pokémon Center, wo auch immer dies ist. Pokémon Center, wo bist du? Da ist es auch schon. Super. Dann kann ich gleich mal. Schweren Herzens muss ich Noxie zurücklassen, weil. Zebras einfach besser ist. Und ich habe jetzt Noxie auch noch nicht trainiert, deswegen ist das schon okay. Jo, Freunde der Sonne, dann nehme ich doch mal Zebi mit. Zebi, komm mit. Geist normal, Alter, das ist. Das könnte eine richtig geile Kombination sein, wenn es nicht von normaler Tragen getroffen werden kann als Geist-Pokémon. Das könnte eine richtig geile Kombination sein. Richtig geil. Das könnte schon. Also, ich habe da die Hoffnung, dass das recht geil werden könnte. Danke, dein Pokémon-Team ist wieder topfett. Hoffentlich kommst du bald wieder. Nein. So, dann probiere ich jetzt noch einmal mit der Heilfeder was zu machen. Kann ich die denn auf Ra einsetzen? Okay. Dann setze ich mal meine Esprit-Feder auf Ra ein. Okay.
Dann würde ich sagen, ich sammle bis zur nächsten Folge noch ein paar Federn ein. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Und ciao.